Wir Bürgermeister aus Idstein und Niedernhausen wollen uns selbstverständlich für unsere Pendlerinnen und Pendler einsetzen und wollen, dass die auch zu ihren Arbeitsstätten mit dem öffentlichen Personennahverkehr nach Wiesbaden oder nach Frankfurt kommen. Deswegen sind wir hier gemeinsam hergekommen, um dringend an Hessen Mobil zu appellieren, die Brücke wegzureißen und dafür zu sorgen, dass kein Schienenersatzverkehr fährt, sondern dass die normalen Regionalexpresse und auch insbesondere hier von Niedernhausen die S-Bahn wieder fahren kann. Wir stehen jetzt hier vor der mittlerweile hessenweit bekannten Bröselbrücke. Die Brücke ist von Hessen Mobil jetzt seit dem Spätsommer diesen Jahres schon für Fußgänger, Radfahrer und den kompletten Fahrzeugverkehr gesperrt. Jetzt, seitdem auch der Bahnverkehr unterbrochen wurde aus Sicherheitsgründen, ist die Situation nicht nur in Niedernhausen, sondern auch im ganzen Umland mittlerweile wirklich dramatisch. Die Straßen sind voll durch Pendler, die wieder aufs Auto umsteigen müssen. Der Schienenersatzverkehr belastet die Anlieger der engen Straßen bei uns im Ortskern. Und ich freue mich deswegen sehr, dass wir mit Christian Herfurth jetzt auch noch Unterstützung von unserer Nachbarstadt Idstein bekommen haben. Wir hoffen wirklich sehr, dass durch einen Notabriss dieser Brücke das Problem zumindest teilweise in aller Kürze gelöst werden kann und dass dann auch möglichst schnell es gelingt, hier den ohnehin geplanten Neubau der Brücke zu bewerkstelligen. Die Situation, wie sie jetzt ist, kann so nicht bleiben.